Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video und ich habe richtig Bock. Erstmal, ABK, falls du die Reaction siehst, ich wollte mich bedanken. Du hast mich in deine Story gepackt. Das war schon echt cooles Gefühl, beziehungsweise einfach auch, guck mal, ich erkläre euch das mal so, wenn ihr jemanden so über Jahre anschaut und die Person eher nicht greifbar ist, weil ich habe jetzt nicht mit ABK irgendwie über Insta geschrieben oder so, dann ist das halt einfach cool, wenn die Person, die du gefeiert hast, auf einmal dich feiert, dich supportet. Ich meine, wenn der mich in seine Story packt, dann ist das schon ein riesen Support. Deswegen, ich glaube, an die ABK-Fans da draußen, ich glaube, ihr könnt das dick relaten, wenn ich sage, Bruder, das hat mich schon richtig gefreut. Ich habe auch direkt Screenshot und so gemacht, dies, das, Ananas. Aber er hat einen neuen Song rausgehauen. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ein Zuschauer hat mir auf Instagram das geschickt. Apropos Instagram, einfach mal abchecken. Aber ich will nicht lange quatschen. Ich habe gar keinen Bock auf diese Werbung, Achla Werbung. Wenn ihr abonniert und liked, dann macht ihr. Wenn nicht, dann nicht. Wir gehen rein. Hier ist das ganze Ding. ABK Arwena. Ich habe keine Ahnung, was Arwena bedeutet. Ich kann mir so... Der hat das schon öfters gesagt, so, keine Ahnung, Stress oder sowas in die Richtung. Oder vielleicht Geld, Arwena, keine Ahnung. Könnt ihr gerne kommentieren. Aber wir gehen rein, ohne viel zu gucken. Warte, wie gibt's denn noch was? Ghostwriter Nurega. Der ist ja dieser TikToker, der hat ja auch irgendein Part von denen auch geschrieben. Ja, Producer Ares. Filmer Adnan Abi. 10 Ballkissele vielleicht. Oh. So, wir gehen rein. So. Bruder, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ist das ein Trollding? Also, ich meine jetzt wegen Location, Bruder. Bruder. Egal, wir hören mal rein. Über ein Jahrzehnt auf YouTube. Auf und ab in Trend. Ich dachte, ich mach dick Fluss, aber ich sah kein Cent. Geil! Ich schwöre, hört sich geil an. Von A bis Z, ich hatte den Masterplan. Brachte die Wahrheit ans Licht, doch dann kam Vaterstaat. Oh, Bruder, das sieht so hart aus, ne? Ey, aber ich muss sagen, ne? Ich hab jetzt direkt beurteilt anhand der ersten Szene, dachte ich vielleicht Trollmoll. Aber es hört sich gut an, Bruder. ABK hat eine wunderschöne, wunderbare Runde. ABK, bitte flüster einfach in mein Ohr meinen Namen, Bruder. Ich will das. Aber es hört sich sehr professionell an, sehr geil und die Thematik ist auch cool, so, weißt du, einfach real so mäßig. Aber lass mal hören, was er sagt. Ich stopp weniger jetzt. Zeit ans Licht, doch dann kam Vaterstaat. Während so viele Fake sind, sie sind selten real, doch können Geld verdienen. Hart. Wollte ich gelbe Scheine, doch bekam einen gelben Brief. Geile Line. Der neue Freund von mir, zu viele Heuchler hier. Ja, ich bereue zu viel. Musste mich selber neu sortieren, denn sie wollten die Wahrheit nur boykottieren. Ey, ich schwöre, es ist was anderes, aber es hört sich wirklich gut an. Es ist jetzt nicht die Musik, die ich jetzt für üblich hören würde. Es ist so eher so. Erkennt ihr den Song? You are my sunshine, my little sunshine. Es hört sich so von der Gitarre mäßig so an. So, ich weiß nicht, wie die Musikbranche heißt oder das Genre. Bruder, es hört sich aber geil an. Ich schwöre, es hört sich geil an. Hey, hört sich professionell an, Bruder. Hey, Arwena, komm, Leimann, Zehner. Noch ein Anwaltsbrief und ich bezahl mit Leber. Hey, Arwena, komm, Leimann, Zehner. Noch ein Anwaltsbrief und ich. Stellt euch mal vor, so Marokkaner, so 14-jährige Marokkaner mit Bauchtasche und so, die chillen so irgendwo in Frankfurt, die hören einfach den Song mit JBL Box, Bruder, das wäre so lustig. Ich bezahle später. Du hast Löcher Pfirsich, Beste. Ich zeigte viel Nettigkeit und bemerkte, es ist... Bruder, wie random, Digga, der da auch liegt. Bruder, ich möchte gerade einfach auf ihn drauf liegen. Deine Seltenheit und dass das Cash Safe nicht reicht. Doch ich wollte hier niemals Mainstream sein. Hart. Ich mache das für Mama, hab dafür geackert. Glaub mir, das Geld wird nie verballert. Doch mir fehlt es jetzt am Pader. Denn ich bin gerade geblieben, aber sie stellen mich an den Pranger. Ich habe jedes Mal drüber nachgedacht, sofort aufzuhören. Doch die ABK Army hätte es mir auch verwehrt. Oder 100% ABK. Guck mal, ich wünsche ABK irgendwie so einen Switch. Weißt du, das Ding ist, jetzt mal kurz darauf einzugehen, den Content, den ABK gemacht hat, ist halt real, aber er wird halt nicht akzeptiert in dem Sinne, das ist gelb und der ist nicht werbefreundlich. Das ist aber, er ist real,
Aber leider ist das nicht werbefreundlich, wenn er real ist. Und verstellen möchte er sich ja auch nicht. Das ist halt so eine Situation, wenn der jetzt für das Geld sich verändern würde, würden halt auf der anderen Seite die Probleme mit dem Finanziellen sich lösen, aber er würde vielleicht keinen Spaß mehr an dem Ganzen haben. Und das wäre auch sehr, sehr schade. Deswegen, ich habe auch immer gedacht, ey, was kann man machen, bla bla bla. Aber Bruder, das ist halt so eine Situation, entweder du verkaufst dich oder du verkaufst dich, so in dem Sinne. Entweder du bist am Arsch oder du bist am Arsch, so, es gibt gar keinen Ausweg. Ja. Millionen von Fans, doch nicht mehr lange und ich bin insolvent. Mir bleibt nur eine Option, Pfandflaschen sammeln oder TikTok. Bruder, ich höre, ich wollte das sagen, TikTok-Matches. Match. Hey, mit Barello. Winner. Ey, habt ihr gesehen, Barello will auch einen Song machen mit oh, wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall mit einem will der Song machen. Komm, Leimann, Zehner, noch ein Anwaltsbrief und Spital mit Leber. Hey, Rubiner. Komm, Leimann, Zehner, noch ein Anwaltsbrief und ich Spital mit Leber. Achso. Hm. Ey, ich schwöre, ich könnte Feature-Part sein, ne, mit meiner Stimme. Hey, Arvena, komm, Leimann, Zehner. Ich bezahle mit Leber. Mich selber neu sortieren. War gut, ne? Denn sie wollten die Wahrheit nur boykotten. Ey, ich muss sagen, es hat sich richtig, also so dieser Country-Style, den er gemacht hat, ne? Bruder, es hat sich todesgeil angehört. Es war todeschillig, es war ein Vibe für sich. Und auch das, was er erzählt hat, ne? Ist alles real, authentisch. Die Lyrics waren auch gut. Nochmal Props an Nur, falls er alles geschrieben hat. Geisteskrank. Digga, geiles Projekt. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr von ABK in die Richtung. Und ich hoffe einfach auch, dass solche Sachen... Warte mal, der hat auch auf Spotify, ne? Bruder, streamt das behindert. Weil ich glaube, bei Spotify kann der wenigstens das Geld rausholen. Oder bei Apple Music und so, was ihr auch immer habt. Streamt den Song, Bruder. Einfach vorm Schlafen gehen nochmal anmachen, Bruder. Supportet ABK wirklich. Es darf nicht sein, dass ABK irgendwann weg ist, Bruder. Stellt euch mal auf Gott bewahre, Bruder. Es kann nicht sein, Bruder, dass dieser Typ mit 1 Million Abonnenten weniger Geld verdient als... Bruder, ABK, schick mal einen da, Bruder, mit YouTube. Vielleicht mache ich mittlerweile mehr, Bruder. Es darf nicht sein, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Digga, wir müssen ihn supporten. Und ja... Das war's von meiner Seite aus. Ihr könnt gerne abonnieren, Freunde. Ey, guck mal, ich muss euch sagen, ne? 97% haben nicht abonniert. Normalerweise sage ich das immer am Anfang, aber ich habe keinen Bock, diese Intros immer so lange zu machen. Deswegen Outro, die Ehrenbrays sind am Ende auch dabei. 97% haben nicht abonniert. Ey, würde mich einfach freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten auch Instagram abchecken, wäre sehr, sehr korrekt. Das war's von meiner Seite aus. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Haut rein. Ciao.